Bundeskanzlerin Angela Merkel und französischer Präsident François Hollande sind heute in Moskau, nachdem sie gestern aus der Ukraine gekommen sind, wo sie einen neuen Friedensplan für das Land unterbreitet hatten. Ich bin Louise Makuli und ich begrüße Sie im heutigen Pressespiegel. Laut Financial Times wurde die Reise zum Teil durch eine mögliche Lieferung aus Washington in die Ukraine von Verteidigungswaffen wie Panzerabwehrraketen ausgelöst. Dem würden die EU-Staatsoberhäupte nicht zustimmen. Laut Russia Today sei diese Reise am Mittwochabend mit Washington nicht abgestimmt. Herr Hollande behauptet, Angela Merkel und ich arbeiteten einige Tage lang an einem Text, der für alle akzeptabel sein könnte. Ukrainische Wirtschaftsnachrichten verschlechterten sich gestern, als die Währung um 30% auf einen historischen Tiefstand gegenüber dem Dollar stürzte, als die Zentralbank Tagesauktionen abschaffte und den Leitzins auf 19,5% anhob, um einen Finanzkollaps vorzubeugen. Moskau hoffe, die Verhandlungen mit den EU-Chefs werden konstruktiv sein. Der ukrainische Ministerpräsident sagt, damit ein Friedensplan vereinbart werden kann, müsse er klarstellen, dass die Nation ihre territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit behält. Laut Präsident der Ukraine Petro Poroschenko ließen die Verhandlungen mit den EU-Chefs hoffen, dass daraus ein Waffenstillstand ergeben könne. Es müsse derzeit eher von Hoffnung als Chancen gesprochen werden, so der Bundesaußenminister. Allerdings erklärte der ukrainische Ministerpräsident, es ist klar, dass russisches Militär auf unserem Boden ist. Da die russische Führung den Grenzübertritt durch ihre Streitkräfte ableugnet, hat ihr der Ministerpräsident seine Brille angeboten. Nach Angaben des US-Außenministers wird Präsident Barack Obama alle seine Möglichkeiten prüfen, offensichtlich inklusive der Möglichkeit, Verteidigungssysteme in die Ukraine zu liefern. Russischer Analyst Dmitri Trenin glaubt, eine solche Erklärung könnte Moskau provozieren, offiziell den Krieg zu beginnen und den Konflikt auf eine ganz neue Ebene zu treiben. So meinen auch Frau Merkel und Herr Hollande. Laut dem Kreml hat Herr Putin einen neuen Friedensplan vorgeschlagen und wartet derzeit auf eine Antwort. Meine Kollegin Doreen McDermott wird Ihnen dazu am Dienstag mehr berichten und einen genaueren Blick auf den russischen Rubel und die ukrainische Hryvnia werfen. Stellen Sie sich also rechtzeitig ein. Auf Wiedersehen.